Hi, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zum kollektiven Reading für den Neumond im Schützen. Ja, die Mini-Impulse für die einzelnen Sternzeichen findet ihr jetzt in den Sternzeichen Monatslegungen. Dort sind sie mit drin. Genauso wie auch der kommende Zwillinge-Vollmond am 15.12. Auch da ist ein Mini-Impuls in den Sternzeichenlegungen mit drin. Schaut da gerne vorbei. Ich verlinke euch auch gerne die Playlist am Ende des Videos. Und ja, wir starten jetzt in die kommenden 4 Wochen. Grundsätzlich Neumondenergie, ne, steht immer für einen Anfang, für neue Absichten beziehungsweise auch das Setzen von Zielen. Und Neumondschütze ist natürlich schon sehr ermutigend, mit seiner Energie Träume zu definieren, Visionen zu entwickeln, die mit deinem persönlichen Wachstum und deiner Lebensphilosophie im Einklang stehen. Ja, es ist eine ideale Zeit jetzt, neue Wege zu erkunden und sich darauf auszurichten, was dich wirklich begeistert. Ja, und Schütze ist ja grundsätzlich Feuerzeichen mit sehr viel Optimismus, Abenteuerlust und auch dem Streben nach Wissen und Wahrheit. Also es kann auch sein, dass der ein oder andere jetzt mit dem Neumond im Schützen natürlich auch anfängt, sich philosophischen Aufgaben zu widmen und vielleicht sogar die große Sehnsucht nach Freiheit entwickelt. Grundsätzlich, auch bei den Monatslegungen, habe ich gesehen, dass viele Sternzeichen mit dem Schützen-Neumond Freiraum entwickeln, ne? Sich entfalten wollen, frei sein wollen, vielleicht auch reisen wollen. Auch das ist jetzt eine Energie, die eine Rolle spielt, ne? Bildung und Reisen mit dem Neumond im Schützen. Und ja, neue Lern- und Interaktionsmöglichkeiten können da natürlich auch auf den einen oder anderen drauf zukommen. Ne? Genauso wie Intentionen setzen, eben grundsätzlich die Neumondenergie ist Intentionen setzen. Was sind deine Absichten? Was möchte jetzt als Erweiterung in dein Bewusstsein reinkommen? Wie soll dein Horizont erweitert werden? Auch das ist jetzt eine Energie, die mit reinkommt. Genauso wie auch Optimismus und Positivität. Ne? Gerade die energiegeladene Schütze-Energie kann dich da natürlich unglaublich ermutigen, optimistischer zu sein und an deine Möglichkeiten und an deine Chancen zu glauben, die dir dein Leben bietet. Ne? Lass die Vergangenheit los und richte den Fokus auf das, was dir in Zukunft möglich ist. Also eine gute Energie, um jetzt den Glauben an sich selbst auch zu stärken und vor allen Dingen auch in die Zukunft zu schauen. Volle Hoffnung und Möglichkeiten. Formuliere deine Wünsche klar, ja, und geh den ersten Schritt in Richtung deiner Ziele. Das sind so die Grundenergien des Schütze Neumondes. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie gesagt, kollektiv rein, was so die kommenden 4 Wochen, ne, Neumond geht immer von einem Neumond zum nächsten Neumond, was für den einen oder anderen hier eine Rolle spielen könnte. Zwischendrin haben wir natürlich auch noch den Vollmond liegen. Beim Vollmond wird etwas voll. Es kann auch manchmal ein bisschen unbequem werden, ne? Wissen wir alle. Da werden wir auch noch einen kleinen Impuls hier schon mal mit reinbekommen, aber mehr dazu dann eben beim Vollmond-Orakel zum gegebenen Zeitpunkt. Ja, und damit starten wir in die Karten. Ne? Denk dran, alles kann, nichts muss mit deiner persönlichen Situation resonieren. Am Ende bist du sowieso schlauer. Ja, im Nachgang kannst du gerne noch mal reinschauen, ob du hiermit resoniert bist. Ich bin da ja auch genauso, dass ich sage, anschauen und vergessen. Und irgendwann dann so, ach, warte mal, da war doch irgendwas, ne? Irgendwas hat man da doch gehört. Schauen wir da nochmal rein. So, und damit starten wir und gucken mal, was sich so grundenergetisch in den kommenden 4 Wochen zeigen mag. Liebes Universum, ein Gegenüber zeigt sich hier auf jeden Fall schon mal mit Blick in Richtung Zukunft. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Also es kann durchaus sein, dass der ein oder andere hier sogar mit 2 Gegenübern zu tun hat. Oder dieser Mensch schaut einfach auf seine eigene Treue und Loyalität, weil wir hier die Seelenpartnerkarte haben. Das ist hier eine Austausch- bzw. Ersatzkarte in meinem Lenny-Deck. Findet ihr übrigens auch unten den Link zu meinem Online-Shop in der Videobeschreibung. Genauso auch den Link hier zum Seelenreisetarot.
Dann haben wir die Musterung hier mit dem Magier. Es geht um Entscheidungen, es geht darum zu schauen, Ursache und Wirkung. Wenn ein Resultat einer Entscheidung nicht wie erwartet war, geht es natürlich auch darum, eine neue Entscheidung zu treffen, es anders zu machen. Ja. Stichwort Karma, deswegen habe ich hier auch die 8. Zeichen der Unendlichkeit mit reingenommen. Dann haben wir hier einen Umbruch liegen mit den Wolken. Den puren, reinen Neuanfang mit der Lotusblume. Aber jeder Neuanfang erfordert auch einen Verlust. Deswegen auch die 50. Die Nummer 5 ist Freiheit und Verlust. Die goldene Mitte. Der Nullpunkt. Und dann haben wir hier noch Schicksal, Karma und Belastungen. Nehmen wir noch eine. Irgendwie... ja, wir nehmen noch eine gut. Ach, guck mal an. Ja, vertraut eurer Intuition. Es hat schon seinen Grund, warum es hier gerade noch mal in mir gerufen hat. Im Outcome haben wir die Störche. Ja, die positive Veränderung. Also, es startet mit einem Gegenüber. Es endet hier mit dir. Als Zuschauer bist du die Dame, unabhängig deines Geschlechts. Dein Gegenüber ist der Herr, auch unabhängig des Geschlechts. Gut, und damit würde ich sagen, klären wir das Ganze mit dem Tarot. Liebes Universum, was kriegen wir hier zum Gegenüber? Da wollte sich gerade der Bube der Kelche umdrehen. Könnte ein Hinweis sein auf eine neue Bekanntschaft. So, jetzt haben wir hier die Herrscherin. Ich habe gerade gefragt, ist das deine Energie? Ja. Wenn hier ein Gegenüber sehr nah am Anfang rausfällt, dann ist es jemand, den du jetzt gerade kennengelernt hast oder sehr, sehr, sehr nahe Zukunft innerhalb der nächsten paar Tage kennenlernen wirst. Ja, auch das ist eine Energie. Vielleicht warst du jetzt, ich meine, die Legung kommt am Sonntag, wir haben jetzt Samstagabend. Vielleicht wachst du Sonntagmorgen auf und... erkennst dich hier sofort wieder, weil du Samstag auf dem Weihnachtsmarkt warst und hast jemanden kennengelernt, Nummern ausgetauscht. Who knows? Ja, also, ne? Also das könnte so eine Rolle spielen oder eben im Laufe der kommenden Woche beziehungsweise in den kommenden 4 Wochen. Das heißt ja nicht, dass diese Energie jetzt bis zum nächsten Neumond nur präsent ist, sondern geht natürlich auch darüber hinaus. Ne? Muss man einfach auch so sehen. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. So. Wir haben dich hier liegen als Herrscherin. Du bist hier eine gute Basis, eine gute Partie. Okay. Hier scheint allerdings jemand ein bisschen, man könnte sagen, verschreckt zu sein von deiner Präsenz. Ja. Entweder deine Schönheit hat hier jemanden so ein bisschen... ja, Obacht, oder alleine deine Art und Weise, weil die Herrscherin ist natürlich eine sehr weise, sinnliche, liebevolle, nährende, geduldige Person, ja, unabhängig deines Geschlechts. Und wie gesagt, du bringst hier auch eine gewisse Stabilität mit. So, die Herrscherin ist natürlich jetzt kein junges Küken mehr. Ja, und das kann natürlich für einen Menschen erstmal ein bisschen schwierig sein. Also dieser Mensch findet dich faszinierend, das können wir auf jeden Fall sagen, ist aber auch ein bisschen gehemmt, emotional gehemmt und natürlich auch mental gehemmt. Was sich hier schon zeigt, es kann auch sein, dass dieser Mensch, oh, hier hat sich eine umgedreht. Hier liegt eine verkehrt rum drin. Das müssen wir schnell noch richten. Es kann auch sein, dass dieser Mensch hier, das davon weißt du dann nichts, dementsprechend mit anderen Menschen kommuniziert und sagt, oh, irgendwie habe ich hier ein bisschen Angst, ne? Weil du eben diese Stabilität mitbringst. Ja, Ass der Münzen im Schatten. Oh mein Gott. Also, instabile Basis. So, nun muss man aber auch sagen, hey, ihr habt euch hier gerade erst kennengelernt, beziehungsweise ihr werdet euch erst noch kennenlernen, mit dem Blick in die Zukunft gerichtet. Und wenn hier jemand, und das ist so typisch Acht der Schwerter-Energie, wenn hier jemand im mentalen Gefängnis sitzt, ja, sich einschränkt, dann
ist so diese typische Energie, dieses, oh, ich verzichte lieber, ne? Vermeintlich verzichten. Es könnte ja schlecht werden. Ne? Das ist immer dieses Verzicht mit Vorurteilen, Verzicht mit Vorbehalten. Und man muss aber auch sagen, eure Begegnung hat eine Bewandtnis. So, du bringst die Stabilität mit, das Gegenüber ist hier so ein bisschen, ja, lost. Um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, und könnte hier durchaus auch eine Chance verpassen. Ja, die Angst einfach vor Verlusten ist zu groß, weil dieser Mensch ein Thema hat. Ihr wisst ja, ich bin neugierig. Ja, jetzt ist hier, hat sie sich gerade eben schon der Schütze umgedreht mit der Mäßigkeit. Ja, hier geht es um Lug und Betrug, hier geht es um Hinterhalt, hier geht es um verlorenes Vertrauen, verlorenes Potenzial. Hier hat jemand investiert und den Kürzeren gezogen. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Das Ganze klingt jetzt noch ein bisschen nach, und das heißt, dieser Mensch zieht von vornherein lieber den Kürzeren, als nochmal in einen Verlust hineinzugehen. Das wäre dann im Langfristigen betrachtet natürlich schon das, wovor dieser Mensch jetzt Angst hat. Was ist, wenn ich wieder investiere und wieder leer ausgehe? Gut, die Geschichte geht aber weiter. Da gucken wir jetzt mal hin. Was kriegen wir denn hier unter Mr. oder Mrs. Plüsch? Turm, Zerstörung, rabiat. Der Turm im Schatten ist eine Veränderung, der man widerstrebt. So, und jetzt kommt hier das Thema Karma rein. Ja, die Gerechtigkeit. Und mit der Gerechtigkeit geht es ja darum, objektiv zu schauen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Monatslegung das war oder in welcher Legung das war. Auf jeden Fall irgendwie heute oder gestern habe ich diese Legung gemacht. Da habe ich gesagt, wenn jemand Neues absolut keine verletzenden Energien mit sich gebracht hat. Da ging es um ein Gegenüber, ein neues Gegenüber in der Legung. Ich glaube, das war eine Monatslegung. Und da habe ich gesagt, hier, wenn dieses neue Gegenüber dich bis dato nicht verletzt hat und du bist trotzdem immer noch in der Energie der Abwehr, der Vorurteile, dann ist es wichtig für ein weiteres Zusammentreffen mit dieser Person, dass du auf die Person wütend bist und diese Person verurteilst, die dich verletzt hat, und das nicht den neuen Menschen büßen lässt. Ne? So, und das ist jetzt das, was dieser Mensch lernen darf für seine eigene Treue und Loyalität und dann dementsprechend auch treu und loyal dir gegenüber zu stehen, sofern sich das Ganze hier natürlich entwickelt. Wir schauen einfach mal. So, die Gerechtigkeit ist natürlich eine Entscheidung, die mit Verantwortung zusammenhängt. Die Gerechtigkeit fordert immer Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen und mit dem Resultat dementsprechend auch zu leben, ob es einem gefällt oder nicht. So, jetzt haben wir hier eine Zerstörung, jetzt haben wir eine Veränderung, der widerstrebt wird. Hier ist die Verleugnung. Ja, die Verleugnung der Realität, beziehungsweise auch das Gefangensein in alten Mustern angezeigt. Dieser Mensch ist schon grundsätzlich treu und loyal, aber wie gesagt, ne, gebranntes Kind scheut das Feuer. Und dementsprechend muss hier erstmal wieder Gerechtigkeit in den Verstand reinkommen. Dieser Mensch muss erstmal zurück in die eigene Logik finden, ja, und sich bewusst werden, was will ich eigentlich? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir alle tragen unsere Verletzungen mit uns. Wir alle sind schon mal auf irgendeine Art und Weise verletzt worden. Die einen in der Liebe, die anderen im Beruf, die nächsten im Freundschaftlichen. Ja, und jetzt haben wir hier Pionierarbeit liegen. Sehr, sehr gut. Die Gerechtigkeit steht ja auch für Reifung, für Gleichgewicht, für Fairness. Ja, deswegen ist es ja auch wichtig zu schauen, gerade im Zwischenmenschlichen, hat mir dieser Mensch etwas getan, den ich neu kennengelernt habe? Nein, also frei auf diesen Menschen zugehen und sauer auf diejenigen sein, die verletzt haben. Die Gerechtigkeit ist auch eine Karte der Kommunikation, das ist die Waage-Energie. Ja? Waage bringt auch immer ein bisschen Reibung mit sich, das ist einfach so. Ne? Gerade wenn im Zwischenmenschlichen hier was Neues entstehen möchte und wir haben hier Luftenergie liegen mit dem Magier und der Gerechtigkeit und mit dem Turm haben wir Feuer liegen und Mars. Und das ist natürlich eine sehr, sehr turbulente Energie.
die hier auf das Gegenüber zusteuert, weil hier natürlich gedreht werden möchte. Ja, und hier muss erstmal Chaos entstehen, um wieder ins eigene Wirken zu kommen. Und ich finde das hier gerade so interessant. Ne? Wir haben hier Karma und den Magier, die Musterung. Und jetzt haben wir hier Karma und den Magier im Vorlauf liegen. Und der Magier steuert natürlich mit seiner Energie auch schon in Richtung Partnerschaft. Ja, der Magier steht für die eigenen, den eigenen Mut, die eigene Willenskraft, die eigene Schöpferkraft, die Vorstellungskraft für das eigene Selbstvertrauen. Und damit hier ein Durchbruch, beziehungsweise es muss erstmal ein Durchbruch passieren und dafür brauchte dieser Mensch dich. Ja, die Begegnung mit dir ist hier essentiell wichtig für diesen Menschen, um überhaupt erstmal zu erkennen, ach fuck, ich habe da noch ein Thema. Ja, da muss ja noch was gelöst werden. Ich habe hier noch Groll, Wut. Ich bin noch nicht über diesen, ja, über diesen Betrug, über diesen Verlust hinweg. Und da muss erstmal überhaupt diese Veränderung anklopfen. So, wenn du, ne, versetz dich in die Lage dieses Menschen, wenn du enttäuscht, verletzt wurdest, so, dann seid ihr getrennt, du läufst so deines Weges und du weißt ja nicht, hast du da ein Thema, bis wieder jemand nah an dich heran möchte. Und dann merkst du, oh. Ja, ich kann mich ja noch gar nicht voller Vertrauen auf diesen Menschen einlassen. Ja, das heißt, wir brauchen immer erst die Triggerpunkte, um zu erkennen, okay, wir haben da noch ein Thema. Hätte dieser Mensch kein Thema, wäre hier kein Triggerpunkt. Ne? Gut, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht Thema der Legung. Man muss es einfach auch so sagen. Ne? Also, hier eine notwendige Begegnung, eine Chance, etwas zu verändern, auch wenn das Ast der Münzen jetzt im Schatten liegt. Das ist einfach nur die Angst. Ne? Angst, Risiko, Energie. Die Angst, hier in den Verlust zu gehen. So, jetzt haben wir hier die 7, die Musterung. Ja, Magier, 5 und 2 ergibt 7. Verlust für Dualität. Und hier muss Mutlosigkeit verloren werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die 7 der Stäbe stehen für Tapferkeit. Ach, guck mal, er ist ein Gedankenmensch. Er oder sie ist ein Kopfmensch. Schwertkönig. Dieser Mensch muss in sein eigenes Seelenfeuer zurückfinden, muss selber die Zügel übernehmen, in die Entschlossenheit gehen und in die unerschütterliche Überzeugung gehen und vor allen Dingen auch für sich selbst einstehen. Das ist die Musterung, das ist die Entscheidung, die dieser Mensch treffen muss und auch treffen wird, denn wir haben es ja hier liegen. Ja, dieser Mensch übernimmt wieder die Verantwortung, die Zügel. Und mit dem Schwertkönig ist er hier auch nicht mehr im, wie sagt man, in der Sturheit oder in der ego-basierten Führung oder in der starren Denkweise, sondern findet zurück in seine eigene Führung. Ja, wir haben hier einen sehr intelligenten Menschen liegen, wir haben einen sehr weisen Menschen liegen, einen Mensch, der sehr viel belesen ist, einen Menschen, der unglaublich gut kommunizieren kann, ein Mensch, der faire Entscheidungen trifft. Aber manchmal auch ne, selber lernen muss, faire Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise immer wieder in Erinnerung sich rufen darf, fair zu bleiben, objektiv zu bleiben. Ne? Er war hier wahrscheinlich vorher eher so unterwegs. Wie gesagt, kommt jetzt wieder in seine klare Schwertkönig-Energie und ja, ist tatsächlich auch tapfer und mutig. Wir haben hier jemanden, wie gesagt, ne, der ein bisschen hart gebrochen wurde, ja, sehr stark verletzt wurde. Aber gut, wer wurde das nicht auf irgendeine Art und Weise? Ja, ich muss sagen, ich kenne nur wenige Menschen. Gut, ich kenne nur wenige Menschen. Ich meine, es ist ja auch so, man zieht sich ja auch irgendwo an, ne? Ich kenne nur wenige Menschen, die sehr unbedarft durchs Leben gehen dürfen. Ja, oder gehen. Die meisten Menschen haben doch irgendwo eine Lektion in ihrem Leben gelernt. Ja, sind mal auf die Nase gefallen. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und ich kenne viele Menschen. Ich kenne viele Menschen. Also, Schwertkönig findet zurück in seinen Verstand, in seine Logik, zurück in seine eigene Autorität. Und damit fängt alles an. Das ist Pionierarbeit, das ist der Magier, das ist die Musterung, das ist ja, die Alpha-Energie. Ne? Alpha ist nicht nur männlich, Alpha ist auch weiblich, siehe der Herrscherin. Gucken wir mal, was fällt denn hier on top? Ja, ja. Hier wird's flirty mit dem Buben der Stäbe. Da
erweckt dann auch die Neugierde beim Gegenüber, kann man so sagen. Ja, dieser Mensch wird neugierig, dieser Mensch ist zurück im Optimismus, wo wir wieder beim Schützenthema wären. Ne? Und wir haben hier auch eben dieses ja, Feuer, ne? Inneres Feuer, Wachstum, einen belebten Geist und grundsätzlich schon eine sehr, sehr turbulente Energie. Passt ein bisschen zur, ja, ich würde fast sagen, zur Skorpionlegung. Ne? Da hatten wir auch die Nicht-Skorpion sind, vielleicht habt ihr einen Skorpion in euren Anteilen, ne? Das ist auch so eine sehr turbulente Energie, gerade mit Luft und Feuer, wo viel durchgewirbelt wird, ja, viel seelischer Ballast auch verbrannt werden darf, ne? Das ist so die innere Mülldeponie, meine Tiger drehen hier gerade durch. Und das sorgt natürlich auch in gewisser Weise dafür, dass hier wieder Entspannung stattfindet. Wie gesagt, dieser Mensch brauchte den Trigger mit dir, um zu erkennen, hey, da ist noch eine Thematik. Verleugnet das anfangs noch so ein bisschen, erkennt aber dann relativ schnell doch das Potenzial und übernimmt die Zügel. Ja, kommt zurück in sein Handeln, in sein Verlangen. Und damit kann die Reise quasi auch starten. Wie gesagt, Bube der Stäbe wird flirty. Hier beobachtet dich denn auch jemand, du beobachtest das Gegenüber. Das heißt, du bist hier auf jeden Fall noch präsent. Und du bist ja auch eine entspannte Person. Ne? Die Herrscherin ist sehr, sehr entspannt. Ja, dann haben wir hier einen Umbruch. Und immer wieder habe ich den Boom der Kelche auf der Unterseite. Hier wollen Gefühle durchbrechen, habe ich das Gefühl. Wir gucken mal, ob der noch rausfällt. Ja, Bube der Schwerter, Sechs der Schwerter. Wie gesagt, es gibt einen Umbruch. In tendenziell hier im Gegenüber, im Selbstsein. Der Eremit ist Innenschau, Wahrheit, Klarheit finden. Der Eremit ist natürlich auch Jungfrau-Energie. Da geht es um Jolalität, genau. Loyalität. Ich habe heute schon so viel gesprochen, ne? So langsam kriege ich hier Zungenknoten. Loyalität, es geht um kritische da Fragen, kritisch analysieren, gar keine Frage. Aber es geht auch um Selbstbewusstsein und Integration. Es geht um die Stille, es geht ums All-Eins-Sein, also Alleine-Sein. Und ja, die dunklen Schatten in sich selbst beleuchten und damit auch wieder neue Erleuchtung finden. Das kleine Funkeln in sich finden. So, und das ist eben diese Energie. Nach Regen kommt Sonnenschein. Die Wolken können sich jetzt hier langsam mal verdünnivisieren. Und mit dem Buben der Schwerter ist hier eine neue Denkweise, eine neue Kommunikation angezeigt. Das heißt, dieser Mensch geht per se auch mit sich selbst komplett anders um. Ja? Und natürlich auch dann mit dem Äußeren, mit den Menschen, mit denen dieser Mensch kommuniziert. Mensch. kommuniziert, geht diese Person dann anders um. Ne? Und wir haben hier die persönliche Weiterentwicklung. Ne? Eremit beziehungsweise hier Sechs der Schwerter steht einfach auch dafür, dass Schatten beleuchtet werden und Widrigkeiten überwunden werden können. Eine Hürde, die hier noch präsent war, die dieser Mensch die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat, die kann jetzt endlich mal übersprungen werden. Ja, zwei der Kelche, ne? Und damit kann hier Anziehung, Bindung stattfinden. Was fällt denn hier on top? Ja, hier, Teufel. Erkennen, welche Ketten gesprengt werden wollen. Ne? Schattenthemen angucken, die eigenen Fehler auch erkennen. Ja? Manipulation findet nicht nur im Außen statt. Wir selbst können uns auch unglaublich gut manipulieren, uns Dinge schönreden. Ja? Und das ist halt auch der Teufel. Ne? Es ist nicht immer nur die andere Seite schuld. Natürlich, klar, wenn wir jetzt von der normalen Partnerschaft ausgehen und das Gegenüber geht fremd, dann ist diese Person schuld. Du trägst aber eine Mitschuld, wenn du wenn man jetzt darüber spricht, es gibt ja manchmal auch Ursache und Wirkung, es gibt auch manchmal Menschen, die sind krankhaft sexsüchtig, ne, brauchen wir nicht drüber reden, wir sind alle erwachsene Menschen. Man kann diesen Menschen natürlich dann nochmal eine neue Chance geben. So, da sage ich überhaupt nichts gegen. Ich rede aber davon, dass man selber eine Schuld mitträgt, wenn man sich in solchen Beziehungen aufhält, wenn man diesen Menschen 5, 6, 7, 10 Millionen Chancen gegeben hat. Ja, dann wird das Klagelied irgendwann immer größer. Und anstatt sich daraus zu lösen, wird weiter geklagt. So, und da sage ich ganz klar, da trägt die Person, die rumklagt, dass das Gegenüber
lügt, betrügt etc. eine Mitschuld, weil man sich in dieser Situation festhält. Man lässt es ja mit sich machen. Ich weiß, das ist hart, aber es ist die Realität. Ja, und das wollen halt viele Menschen auch einfach nicht hören. Kann ich verstehen, es ist einfach scheiße hart, so eine Aussage zu hören. Und da nehme ich aber kein Blatt vor den Mund. Ja, und das sind zum Beispiel auch die eigenen Fehler, die hier angeschaut werden. Ja, es geht nicht darum, dass du von vornherein einen Fehler gemacht hast, dass man sich mit diesem Menschen eingelassen hat, ne? Oder dieser Mensch sich mit dem Menschen eingelassen hat, der hier beschissen hat, um Gottes Willen. Ne? Aber wenn man sich weiterhin in dieser Partnerschaft aufhält und es ändert sich nichts, ne? Und man jammert und jammert und jammert, dann trägt man eine Mitschuld. Anstatt sich nämlich rauszuziehen, hält man weiter aus. In der Hoffnung, etwas würde sich verändern, aber es verändert sich nichts. Ne? Und da muss man auch sich selbst hinterfragen, warum bleibt man da? Ich weiß jetzt nicht, was hier beim Gegenüber los war, wie lange er sich hier in der Partnerschaft gehalten hat, ob das eine einmalige Kiste war und er hat sehr rabiat Schluss gemacht oder ob das hier schon länger präsent war, dass da immer wieder Lug und Betrug im Spiel war. Ja? Das weiß ich nicht. Ja, manchmal kann da sogar ein Kuckuckskind bei rumkommen. Ja, auch das kann eine Rolle spielen. Es gibt unglaublich, ich muss es einfach so sagen, es gibt unglaublich hinterlistige Frauen. Es gibt aber auch hinterlistige Männer, um Gottes Willen. Ja, also beide Geschlechter können sich hier nicht davon freisprechen, Unschuldslämmer zu sein. Und damit meine ich jetzt das Ganze allgemein. Ne? Also, hier Schattenthemen erkennen, Kraftverlust erkennen und dementsprechend auch so langsam in die Lösung gehen. Ja, und dann haben wir hier den puren, reinen Neuanfang, etwas, was Hand und Fuß hat, Bube der Münzen. Ja, praktischerweise fällt jetzt auch die Gegenüberenergie hier, also deine Energie, die Gegenüber vom Gegenüber, als Münzkönigin raus. Das heißt, hier wird Potenzial erkannt. Lotusblume, ganz klassische Winterenergie. Und ja, mit einem Neuanfang endet natürlich auch ein Abschnitt. Und das kann durchaus sein, ne, weil wir hier das Thema Harmonie auch liegen haben, dass wir hier wirklich so um den Zeitraum die Vollmondenergie liegen haben, der Zwillinge. Ne, die natürlich auch nochmal analytisch ist, wo es auch viel um Kommunikation geht und eben die Frage, was willst du, was will dieser Mensch, ne, was wollen wir alle, weil die Liebenden natürlich auch für die Dualität im Außen stehen, für Harmonie, der Teufel im Übrigen auch, ne, mit der Sechs, die hier entsteht. Und hier heißt es auch, Pionierarbeit in Sachen Verluste machen. Ne, hier muss etwas raus, hier die Sechs Harmonie. Also das kann schon sein, dass es hier wirklich diese typische klassische Zwillinge-Vollmond-Energie ist. Da wird der Druck auf das Innere größer, weil das Befreiungsbedürfnis wächst. Ja, dieser Neuanfang sorgt hier nochmal so ein bisschen für Kopfzerbrechen mit dem Schwertritter, beziehungsweise ist eine sehr, sehr schnelle Wandelenergie. Schwertritter ist unheimlich schnell unterwegs. Möchte eine sehr, sehr schnelle Veränderung. Das kann auch durchaus ein bisschen stressig sein im ersten Moment. Ja, ich sag ja, ne, hier, die Liebenden, zack, geht's hier in die Bindung. Und dann kann hier nämlich auch der, ja, die Anziehung, also stattfinden, beziehungsweise die Anziehung hier gewinnt. Es geht um Dualität, es geht um Vereinigung, es geht um Herzensentscheidung, es geht auch um Gefühlsklärung und es geht um harmonische Beziehungen aller Art. Und das finde ich jetzt auch schon wieder faszinierend. Ne? Jetzt haben wir hier die Königin der Kelche. Ich meine, man muss ja auch sagen, ne, als Herrscherin, gilt natürlich auch für den Herrscher, vereinigt man alle Königinnen, beziehungsweise der Herrscher vereinigt alle Könige. Und deswegen bist du wahrscheinlich hier auch in allen Elementen präsent. Und man könnte fast meinen, du bist so ein bisschen wie der Marionettenspieler im Hintergrund. Ja, du forcierst das Ganze. Und dabei sitzt du hier nur ganz entspannt auf deinem Thron und beobachtest die Szenerie. Das kommt mir hier gerade rein. Du spinnst im Hintergrund. Also nicht spinnen im, du spinnst, sondern du spinnst, du, ja, irgendwie sorgt deine Ruhe, deine Sinnlichkeit, deine Liebe hier dafür, dass jemand auf den Pfad der Liebe geführt wird. So kommt mir das hier tatsächlich durch. Finde ich faszinierend, habe ich schon lange nicht mehr wahrgenommen, so eine Energie.
Kerzilein. Ein magisches Wesen. Und damit ist die Entscheidung fürs Glücklichsein natürlich auch gefallen, ne? Gutes Karma, Liebe, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Entspannung. Ja, die Entscheidung für die emotionale Tiefe ist gefallen. Ja, da hätte ich gerne noch eine Klärungskarte zu. Macht aber Sinn, dass hier das Gedankenchaos raus möchte. Dieses alte, dieses alte unehrenhafte Verhalten. Ne? Wir haben ihn jetzt ein paar Mal schon auf der Unterseite gehabt. Jetzt ist er rausgefallen und das sind einfach die neuen Gefühle, die reinkicken. Bube der Kelche ist wirklich auch dieses verliebt sein, die neue Liebe, die langsam wächst, diese kindliche neue Liebe, also kindlich im Sinne von, es ist frisch, es ist jung, ja, es ist nichts Altes, es ist etwas, was gerade neu wächst. Liebe passiert einfach. Und der Bube der Kelche steht einfach auch für dieses, ja, ich sagte ja schon, Verliebtheit, ne, für diesen neuen, unerwarteten Weg, der hier reinkommt oder reingekommen ist. Und wie gesagt, weil sich hier entschieden wird für gutes Karma, fürs Glücklichsein. Und ich sage ja immer, Leute, macht das, was euch glücklich macht. Seid mit dem Menschen zusammen, der euch glücklich macht, unabhängig von Status, von Alter, von Geschlecht. Ist ja völlig irrelevant, ne? Man liebt, was man liebt und wen man liebt. Und darum geht es, ne? Das sind die Liebenden. Das könnte natürlich im Vollmond-Orakel nochmal eine Thematik sein. Wie gesagt, zum gegebenen Zeitpunkt dann mehr. Da bin ich auch schlauer, wenn ich die Legung auslege. Und hier siegt einfach die Verliebtheit über den Zorn. Ja, so könnte man das sagen. Oh, das muss ich mir merken. Was haben wir jetzt? 31.13. Spiegelzahl. Die Verliebtheit siegt über den Zorn. Ich glaube, das wird der Titel. Das macht Sinn. Ich muss mir das aufschreiben. Bei so vielen Legungen habe ich die Hälfte wieder vergessen. 31, das passt ja. Moment. So, bevor ich das nachher wieder vergesse, habe ich es mir einmal kurz notiert. Ja, hier. Belastungen werden abgegeben. 10 der Stäbe. Beziehungsweise es wird ein bisschen forciert, dass Belastungen abgegeben werden, weil... ich weiß nicht mehr, in welcher Legung ich das hatte. Da habe ich gesagt, mit dem Gehängten, stell dir mal vor, du hängst irgendwo rum, ne, und hast so einen schweren, fetten Medizinball in der Hand, so einen 5-Kilo-Brocken. Der ist relativ einfach zu tragen, wenn man den über den Kopf trägt, ne, oder so auf den Kopf abstützt und festhält, dann hat man sein ganzes Körpergewicht, was irgendwie noch stützend ist. Das sind so klassische 10 Stäbe. Das ganze Körpergewicht stützt noch, man kann noch ein bisschen mehr Belastung geht noch, schaffe ich schon. Wenn man das Ganze aber umdreht und man hält diesen Medizinball die ganze Zeit unter seinem Kopf, ja, dann wird das Ding irgendwann richtig schwer. Die Finger fangen an zu krapfen, ne? Scheideweg. Und dann muss man loslassen. Und das ist das, was die 10 der Stäbe im Schatten machen. Sie forcieren quasi dieses Loslassen, weil irgendwann, wenn die Finger glitschig und die Stäbe, die rutschen einfach runter. Stück für Stück für Stück für Stück. Und so ist es auch, ne? Wenn hier die Verliebtheit über den Zorn sorgt, das Glücklichsein einfach überhand nimmt, dass man seine Belastungen einfach loslassen kann. Das ist auch ein bisschen so eine klassische Sommerenergie, sag ich immer gerne, weil im Sommer sind unsere Probleme nicht ganz so groß. Wir sind angeregt von der Sonne, von der Wärme, wir sind im Wohlbefinden und machen uns nicht ganz so viel im Kopf. Und kaum kommt die dunkle Jahreszeit, ne, kommen die alten Sorgen wieder. Und deswegen ist es immer ganz gut, bis Frühjahr und vor allen Dingen im Winter so bestimmte Themen loszulassen, weil was man einmal beendet hat und mit dem Widder dann in eine neue, frische Energie reingeht, wenn das neue Jahr startet, das astrologische Jahr startet, dann hat man das Thema im nächsten Winter nicht mehr. Ne? Nur mal so als kleiner Reminder, arbeitet jetzt in der dunklen Jahreszeit ab. Ist eine perfekte Zeit, um sich Schattenthemen anzuschauen. Ja, wie gesagt, schöne Energien hier. Und dann gucken wir mal. Oh ja, hier die Löwenmutti oder der Löwenpapi. Also, du bist in deiner Kraft, du bist in deiner Kontrolle und das Ding ist, jetzt trittst du hier auch wieder in Aktion und zwar mit
Leidenschaft. Man könnte fast meinen, du bist hier wie so ein Löwe. Du hast bis diesen Menschen begegnet, ja. Und dann hast du so das Ganze, ja, ein bisschen beobachtet, ne? So, Beutefang. Hast deine Beute umkreist, hast die Person hier in die richtige Richtung forciert, ne? Jetzt ist sie quasi in, ja, in greifbarer Nähe. Jetzt ist sie, ich wollte gerade sagen, durchgegart. Und jetzt kannst du zuschnappen, ja. Also, du bist hier schon mit einer sehr schlauen Energie vorwärts gegangen. Das muss man einfach auch so sagen. Du hast hier keinen Druck gemacht. Du hast forciert, ja, bewusst hier und da mal so ein bisschen die Fäden gesponnen, die Triggerpunkte gemacht. Wie gesagt, du bist eine Herrscherin, auch wenn du Mann bist, ne? Und wusstest genau, wo gepiekt werden muss. Du hast das Potenzial dieses Gegenübers erkannt, ja, hast erkannt, okay, da ist eine Belastung, da ist was in der Vergangenheit vorgefallen, aber nichts, was jetzt irgendwie diesen Menschen in eine extrem toxische Richtung gebracht hat, ne? Das wäre toxisch zum Beispiel, ja? Ein Mensch, der manipulativ ist, du hast einfach nur erkannt, da ist ein bisschen mentale Überbelastung, gleichzeitig emotionale Ebbe, du wusstest genau, an welchen Strippen du ziehen musstest, durch Gespräche zum Beispiel, durch eine zarte Annäherung, ja, durch dieses, ich flirte mit dir zurück, ich bringe dir gewisserweise Sicherheit mit, ja, und jetzt ist deine Zeit gekommen, hier in Aktion zu treten, mit der Kraft. Und du hast dir dabei auch tatsächlich die Kraft gespart, weil du hast jetzt nicht irgendwie diesen Menschen an die Hand genommen. Ja, und hier, Herrscher, den Menschen an die Hand genommen und hast gesagt, komm, ich führe dich. Nee, du hast ganz sanft und ruhig geschubst. Ja, so wie ich jetzt gerade den Herrscher habe fallen lassen. Ne? Ganz sanft und ruhig geschubst. Und so soll es auch sein. Ja, guck mal hier. Treue Loyalität, langfristige Expansion. Klingt natürlich jetzt ein bisschen trocken im Zwischenmenschlichen, aber hier ist einfach eine Chance angezeigt. Und es zeigt aber auch deine Bereitschaft. Du siehst hier die Treue und Loyalität, ne, steht auch hierfür. Die Zielstrebigkeit und mit den 8 der Münzen erkennst du einfach auch die neue Chance in dieser Partnerschaft. Und auch du hattest hier mal einen Knick in der Optik. Ne? Hier ist eine Münze nicht fertig geworden. Hier ist irgendwas mal unvollendet liegen geblieben. Hat dich nicht weiter tangiert. Du bist weitergegangen. Ich meine, du bist eine Herrscherin. Ne? Du denkst dir auch, es ist, wie es ist. Und dementsprechend weißt du genau, wie du mittlerweile agieren musst, um einfach auch ans Ziel zu kommen. Ja, man könnte, ja, mir kommt hier gerade so dieses typische ein Hütehund, der die Schafe so treibt. Ich finde das ja so unglaublich faszinierend. Ne? Ich habe das hier noch nie live gesehen. Wir haben ja auch viele Schafe hier, aber ich sehe hier keine Hütehunde. Aber das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, wie diese Hunde agieren und miteinander kommunizieren und eigentlich wissen, was sie tun sollen. Und so ist es hier auch so ein bisschen. Ne? Du hast von außen geleitet, aber hast niemanden hier getragen. Und deswegen siehst du einfach hier dieses, ne, wie ich schon sagte, du siehst das Potenzial, auch wenn das Gegenüber das Potenzial hier noch nicht gesehen hat. Und damit kommen La Störchis hier rein. Die positive Veränderung, ne? Die Karte des Erfolges fällt hier raus mit den 6 der Stäben, kann auch für sehr heiße Nachrichten stehen, ja. Also bei euch beiden wird es hier auf jeden Fall kein kalter Sommer, wollte ich gerade sagen, kalter Winter, das wird ein heißer Winter. Ja, hier Transformation, neuer Lebensabschnitt, der Neuanfang mit dem Tod. Dann haben wir hier noch einen Scheideweg. Gut, ich meine, ist ein Scheideweg, ne? Ach ja. Wo wir wieder dabei wären. Hier gibt es noch mal was zu besprechen. Was kriegen wir hier mit den 2 der Schwerter noch rein? Ja, Verletzungen der Vergangenheit dürfen hier im weiteren Verlauf noch abgeschnibbelt werden. Ja, also dieser Mensch kommt dann auch so langsam peu à peu wieder zu Kräften. Finde zurück in sein Seelenfeuer und potenziell auch dann zurück in sein eigenes oder ihr eigenes emotionales
hoch. Mit dem Kelchkönig findet einfach auch eine geistige, eine emotionale Reifung, nicht eine geistige Reifung statt, eine emotionale Reifung statt, dass dieser Mensch zurück ins in die Empathie kommt, in die sanfte Kraft kommt, ins beschützende, liebevolle auch, ne, liebevoll beschützende reinkommt. Ach, deswegen habe ich hier gerade mentale Veränderung im Kopf gehabt, mentaler Reifeprozess. Ja, und mental kehrt da auch wieder Ruhe rein. Ne? Haben wir hier eine Abschwächung von den Achterschwertern zu den Vierterschwertern. Also auf jeden Fall auch Kopfkirmes, welches beendet wird. Ja, sehr, sehr interessante zwischenmenschliche Entwicklung hier. Ich würde sagen, ich lege auf dieses Gegenüber noch einen Seelenimpuls. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Was könnte hier das Gegenüber unterstützen? Was darf das Gegenüber hier noch wissen? Ja, sehr passend. In der Enttäuschung liegt die Gelegenheit zur inneren Transformation. Erlaube dir, die Tiefe deiner Enttäuschung zu erkennen und anzunehmen, ohne von ihr erdrückt zu werden. Betrachte Enttäuschungen als Lehrer, die dir beibringen, loszulassen und neue Wege zu finden. Durch die Konfrontation mit Enttäuschungen kannst du wachsen und stärker werden. Lass deine Enttäuschung zu, aber lass sie nicht dein Inneres vergiften. Erlaube dir zu vergeben und Frieden zu finden, sowohl mit anderen als auch mit dir selbst. Ne, gerade mit Thema Fehler, Schuld. Ne? Vertraue darauf, dass aus der Asche der Enttäuschung neue Hoffnung und Weisheit entstehen können. Und möge die Enttäuschung dir den Weg zu innerem Frieden und neuer Erkenntnis zeigen. Also, ganz gleich, was diesen Menschen enttäuscht hat, das geht jetzt raus. Wie gesagt, mit deinem Zutun, und deswegen ist diese Begegnung wichtig, ne? Wichtige Begegnung, bildet letztendlich auch die Grundlage hier für euren Seelenvertrag und natürlich eine schöne, ja, partnerschaftliche, liebestechnische, romantische Entwicklung. So, jetzt habe ich es aber, glaube ich. In dem Sinne entlasse ich euch. Ja, auch wenn du dich hier vielleicht nicht wiedergefunden hast, vielleicht schaust du nicht auf die Liebe, vielleicht wolltest du hier einen beruflichen Aspekt haben. Da kann man denn, ja, wir können noch mal kurz aufs Berufliche schauen. Wenn das hier darum geht, dann kann es durchaus sein, dass du hier eine Chance verpasst, weil hier mal eine Enttäuschung in deiner Vergangenheit im Beruflichen stattgefunden hat. Wir haben aber jetzt hier ein neues Angebot liegen, etwas, was dich neugierig macht. Da muss hier aber tatsächlich noch eine Ablösung, eine Trennung stattfinden, bevor es hier in einen neuen Vertrag gehen kann. Wenn dem so ist, dann bist du hier tatsächlich eher jemand, der hier Unterstützung durch den Partner, durch die Partnerin dabei hat und dementsprechend ja sanft geschubst wird. Auch das könnte man sagen. Das ist aber hier tatsächlich weniger beruflich, mehr zwischenmenschlich zu betrachten. Ja, aber auch da gibt es natürlich Veränderung, gerade wenn es darum geht, neue Ziele zu setzen, neue Absichten zu setzen. Ne? So wie ich eingangs auch schon sagte, rein astrologisch betrachtet, ist es nun mal einfach auch ja, der Optimismus, die Abenteuerlust, die jetzt wieder Einzug halten möchte. Und gerade wenn es darum geht, seine eigene Wahrheit zu leben, ist es natürlich auch wichtig, nicht Chancen zu verpassen und hinterher ein Klagelied zu singen. Das könnte dann nämlich auch ein Thema sein bei dir oder vielleicht bei jemandem, mit dem du es zu tun hast. Das kann ja auch die Gegenüberseite sein, die jetzt hier auf Jobsuche ist, die sich verändern möchte, wo du dann aber auch das Gefühl hast, immer wieder sagen zu müssen, ja, dann mach doch endlich mal, mach einfach. Nicht nur drüber sprechen, sondern auch wirklich aktiv werden. Auch das kann eben eine Rolle spielen bei dir oder bei jemandem. Ne? Also wenn wir auf das Arbeitstechnische gucken, haben wir durchaus eine andere Energie liegen. Da wüsste ich aber auch nicht so wirklich, wie ich das jetzt komplett aufdröseln würde, aber da gibt es schon eine Veränderung jetzt in den kommenden 4 Wochen. Ja, sagen wir 8 Wochen. 4 bis 8 Wochen, tendenziell eher Neujahr. Ne? Also im neuen Jahr, im Januar, wo dann hier wirklich auch aktiv in den Vertrag reingegangen wird und bewusst eine Entscheidung getroffen wird, dann könnte nämlich auch etwas Belastendes sein, nicht nur hier Lug und Betrug, sondern tatsächlich auch Mobbing, generell ein schlechtes Arbeitsklima, Fußtreter, ne?
Leiter oben tritt nach unten und die nächste Etage tritt weiter nach unten. Das wäre dann so ein Impuls, der mir hier reinkommt, weswegen sich hier jemand arbeitstechnisch lösen möchte. Dann ist es aber auch wichtig, wirklich ja auch ins eigene Vertrauen zu kommen, sich selbst treu und loyal zu sein und ins Handeln zu kommen. Also man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Handeln ist essentiell wichtig, weil Worte sind nur Schall und Rauch, wenn ihnen keine Taten folgen. Kenners, können wir drüber diskutieren? Brauchen wir nicht, weil es nun mal einfach Realität, ja? Also, wir bleiben aber bei der ersten, beim ersten Impuls, ne? Es geht um das Zwischenmenschliche, weil es ist so eindeutig, ne? Also, eindeutiger geht's gar nicht. Dann ist das Berufliche mal außen vor. Vielleicht findest du dich dann aber im Beruflichen in der Monatslegung wieder. Ne? Schau da gerne rein. In dem Sinne, ihr lieben Liebenden, mache ich jetzt hier Ende im Gelände. Sage herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und freue mich natürlich auf die nächsten Legungen mit euch. Bis allerspätestens genau heute Abend zur nächsten Tagesbotschaft. Macht's gut, bis dann, bye bye.